Yes, me. Morkant. Erdwin's erstwhile companion. Die Folge der Plot-Twists. What the fuck? Okay. Vermutung. Der da hat blaue Haare. Der andere Hagen, den wir gesehen haben, hat graue Haare gehabt. Kann es also sein, dass durch Kalasmus Einfluss quasi das Böse in Hagen geweckt wurde, die Oberhand gewonnen hat und das Gute irgendwie vom Bösen getrennt wurde und das Gute wurde dann der Seher, der jetzt im Prinzip in der Zukunft die Lichtbringer auf ihren richtigen Weg bringen will, beziehungsweise sie unterstützen will, wann immer er es muss. Könnte es so sein? Alter, ey, das ist doch... Hedwin und Serenica liebten einander, aber der Verrat eines Freundes hat sie auseinandergerissen. Was für eine Tragödie. Sie hätten für immer zusammen sein sollen, aber Hagen trieb sie auseinander. Er hat eine unvorstellbar furchtbare Untat begangen. Immerhin erklärt das, woher der Seher so viel wusste. Er war kein geringerer als Hagen persönlich. Das alles wirft allerdings mehr Fragen auf, als es beantwortet. Komm, Junge, sehen wir mal, was er sonst noch zu sagen hat. Ich erinnere mich noch genau, ich schlief und hörte plötzlich eine Stimme. Sie sagte mir, ich würde dem Lichtbringer irgendwo tief unter der Erde begegnen. Es war seine Stimme, die Stimme des Sehers. Und nun stellt sich heraus, dass der Seher tatsächlich einer von Edwins Gefährten war. Das ist alles irgendwie ziemlich viel auf einmal. Vor allen Dingen stellt sich jetzt natürlich wieder die Frage, was ist dann aus Tristan geworden? Wir haben jetzt Serenica im Prinzip gesehen und wir haben Hagen gesehen, aber wo ist Tristan? Das ist also Hagen, Edwins Mörder. Aber warum? Ich verstehe immer noch nicht, warum er etwas derartiges tun würde. Der Seher war also die ganze Zeit Hagen? Aber ich verstehe das nicht. Warum sollte uns der Mann, der Edwin verraten hat, nur helfen wollen? Also hat sich Serenica in dieses seltsame Wesen verwandelt. Und sie lebt noch immer in diesem Turm? Und sie tat es nur, damit sie Edwin eines Tages wiedersehen kann? Aber warum wollte Hagen nur, dass wir das alles sehen? Wir müssen mit ihm sprechen und mehr darüber erfahren. Puh, wir haben wieder unsere alte Gestalt. Ich habe mir doch langsam Sorgen gemacht, dass wir für immer ein Baum bleiben würden. Aber genug davon. Mir scheint der Seher hat noch mehr zu sagen. There was a voice, you see. A voice inside my head. As Erdwin raised his sword to smite the Dark One, it spoke to me. Strike him down, it said. Kill him, and I will grant you power beyond your wildest dreams. I tried to close my heart to those intoxicating words, but before I knew what was happening, my friend lay at my feet. The Dark One's power filled me, corrupted me, poisoned my mind. I became Mordigan. But even then, a part of me held out against the darkness. In time, it took on its own form, and that is who stands before you now. Now Mordigan is defeated, and so I too must fade. But I have one last prophecy for you before I go. The Timekeeper awaits you, Luminary. In a place north of the World Tree, the power of the Watchers will take you there. Now, go and give the Dark One our hiding, and bring this story to an end at last. Danke, Hagen, für alles. Wir werden Edwin rächen. Wir werden Kalasmus besiegen. Versprochen. There he goes. I guess we'd better get moving, huh? Sounds like we need to go see the Watchers. Ich finde, es ist übrigens ein interessanter Zufall, dass auch Eric, der ja im Prinzip als unser bester und treuester Verbündeter gilt, weil er ja der Erste war, der unserer Gruppe beitrat, auch blaue Haare hat. Könnte es sein, dass auch er auf die Probe gestellt wird von Kalasmus, kurz bevor wir Kalasmus dieses Mal niederstrecken? Ich bin sehr gespannt.
Veronica und Serena erlernen die Koop-Kraft mächtige Magie-Explosion. Na, das kann ja was werden. Das kann ja nur mächtig sein. Aha. Alter, ey. Ey, ganz ehrlich, dieses Spiel, ne? Vergesst nicht, wir haben fast 80 Stunden gespielt und es kommen immer noch solche Plot-Twists auf den Tisch. Was ist los hier? Was stimmt denn nicht? Ist doch absolut, absolut heftig. Habe ich noch nie erlebt, sowas. Von der Körper, also von der Gestalt her könnte übrigens auch Tom aus Zwistanbul die Wiedergeburt von Tristan sein. Aber da er nichts kann, der hat ja überhaupt keine Fähigkeiten, gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus. Aber wer soll es denn sonst sein? Sonst kann es eigentlich nur Hendrik sein. Das würde auch von der Gestalt her passen und von der Art des Charakters. Aber wer weiß, vielleicht hängt Tristan auch noch irgendwo. Ich meine, wie gesagt, Hagen und Serenica konnten die Zeit irgendwie überdauern. Gut, sie hatten magische Kräfte, das muss man dazu sagen. Die hat Tristan jetzt nicht unbedingt gehabt, der war ja eher der Krieger. Aber wer weiß. In diesem Spiel ist ja offensichtlich irgendwie alles möglich. Daher würde ich das jetzt nicht ausschließen, dass es noch kommen könnte. Auf der hohen Warte von Ketos absteigen, aber sehr, sehr gerne. Ihr, der Lichtbringer, seid willkommen hier im Zuhause der Beobachter, ewiges Zuhause. Beobachter stets hier, wachen immer über Ektas Ziel. Serenicas Turm? Unbekannt. Nur bekannt, Turm des Wandbilds. Mitten im Dorf. Ältester dort. Sprecht mit Ältesten, schläft nun. Aber wacht vielleicht auf, für Lichtbringer. Vielleicht. Oder ist ne... Das sind zwei Missionen, sehe ich jetzt. Die Missionen sollten wir uns auch auf jeden Fall holen. Wir wollen natürlich auch alle Nebenquests irgendwann mal abgeschlossen haben. Bin gespannt, ob wir jemals dahin kommen, denn ich sehe aktuell noch kein Ende bei diesem Let's Play. Überhaupt nicht. Nicht ansatzweise. Tristan, großer Held, sehr mächtig, hinterließ Wissen über Kräfte. Wissen in Folianten, wertvolle Folianten. Folianten voller Geheimnisse, Geheimnisse der Kräfte. Natürlich, ich Depp. Da waren doch überall diese Bücher, Tristans Prüfung, bla bla bla. Das ist von ihm. Fund der Folianten, möglich für wahren Krieger. Lest Folianten, lernt Geheimnisse, verbessert Fähigkeiten, verbessert blinde Kuh. Hendrik, wahrer Krieger, hat Kraft, kennt blinde Kuh. Sucht Folianten, verbessert Fähigkeit. Hilft euch in Kampf gegen Finsteren. Folianten von Tristan, verschollen, aber wieder auffinden möglich. Nicht zerstört, nur verschwunden. Ihr übernehmt Suche, eignet euch Wissen an. Der Beobachter möchte, dass du nach einigen antiken Folianten suchst, die von Tristan verfasst wurden. Offenbar kann ihr Inhalt die Angriffskraft von Hendricks Fähigkeit blinde Kuh steigern. Tristan schrieb 4 Folianten, war Mentor von 4 Kriegern, gab jedem ein Exemplar. Tristan starb, sein Vermächtnis lebt weiter. 4 Krieger verbreiteten seine Lehren in alle Himmelsrichtungen. Ein Foliant ging nach Galopolis, einer nach Finnland, einer nach Mandala, einer nach Heliodor. Sucht nach den Folianten an diesen Orten. Dort warten sie. In Bücherregalen. Lest sie. Kehrt hierher zurück. Berichtet alles. Die Kenntnisse des Kriegerkönigs. Aber ich hätte mir gewünscht, dass alle von Hendricks Fähigkeiten verbessert werden und nicht nur blinde Kuh. Denn dieses blinde Kuh habe ich jetzt auch nicht unbedingt so oft benutzt. Ich meine, es kann ja sein, dass der Skill dann so mächtig wird, dass er zum Beispiel immer einen Volltreffer macht, wenn er trifft. Und das tut er ja an sich immer. Dann könnte das natürlich wieder was anderes werden. Also dann werde ich diese Fähigkeit sehr, sehr gerne benutzen. Also da muss man mal schauen, was aus Blinde Kuh wird. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So, hier gibt es auch noch eine Quest. Serenas Harfe, wunderschön, wunderschöner Klang, wunderschön gefertigt, muss es wissen, als Hafenbauer. Auch Serenica hatte Harfe, beruhigender Klang, heilte Krankheiten, linderte Schmerzen, benutzte besondere Saiten, gefertigt von Beobachtern aus besonderem Stein, Harmoniekristall, Herstellungsmethode bekannt,
aber kein Harmoniekristall vorhanden. Ohne Kristall keine Saiten. Mit Harmoniekristall Fertigung von Saiten möglich. Fertigung neuer Harfe möglich. Hilft Serena, macht stärker, verbessert Heilung. Geht Lichtbringer, sucht Harmoniekristall. Lichtbringer schafft es. Beobachter vertrauen Lichtbringer. Es ist tatsächlich so. Es wird eine Quest geben für jeden Charakter, um irgendwas von ihm zu stärken. Das ist cool. Das ist einfach richtig cool. Das ist eine coole Idee. Gepriesen sei Lichtbringer. Gütiger Lichtbringer. Harmoniekristalle zu finden auf altem Schlachtfeld. Altes Schlachtfeld am Himmel. Aber Kristalle im Untergrund. Im Inneren von Monster. Kristallmoloch. Schlüssel erforderlich. Universalschlüssel. Zu finden auf Platz. Platz von Ältesten. Platz von Igoltab. Bringen Harmoniekristall. Werde warten. Hier. Ja, das kriegen wir doch hin. Aber wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. So, jetzt gehen wir zum Ältesten. Der uns dann hoffentlich Zugang gewähren wird zum Turm von Serenica. Aber es ist schon interessant, dass sie der Charakter war, der es nicht geschafft hat, durch die Zeit zu reisen, weil sie halt kein Luminary ist. Und sie stattdessen jetzt die Hüterin der Zeit wurde. Das ist auch ganz schön fies, um ehrlich zu sein. So, Luminary. Feeling sound? Guidance granted? This scent. Old scent. Familiar. Elder? Scent of Morkant. Well? Bald ist berichtet Igoltab von den Visionen, welche die heiligen Setzlinge ihm und seinen Gefährten gezeigt haben. Suspected, but did not know. Morkant's sorcery was great. Greatest, perhaps. But his heart, torn. Never satisfied. Always craving more. More power. Too much. Ja, das hat ihn dann vergiftet und seine Persönlichkeit in zwei gerissen, ja. Now you go. To meet with Serenica. Gift for you. Dieser Drache muss ja auch immer noch eine Rolle spielen, ne? Der Drache, der Erdria erschaffen hat. Weil es erhält das Rad der Zeit, das kennen wir auch schon. So this will get us into Serenica's Tower, will it? Ich meine, in der Zukunft, in der wir waren, wo Yggdrasil zerstört wurde, da wurden ja auch diese Inseln hier zerstört und dann muss dieses Wandgemälde halt abgestürzt sein. Und dann haben wir es ja dort in der Nähe von Zistanbul, war das, glaube ich, gefunden. Und das ist dasselbe Rad natürlich. Thank you very much, Elder Igoltap. Send regards to Serenica. Igoltaps. Regards. Ich finde es schön, dass da wenigstens ein Name mal nicht eingetäuscht ist. Ältester sprach von Rat der Zeit, öffnete Tür, Tür zum Turm, Turm der verlorenen Zeit. Turm aus Wandbild existiert, unten in Erdria, nördlich von Yggdrasil, umgeben von Bergen. Dorthin gelangen? Nur Ketos vermag es. Okay. Kein Problem. Ich kann ihn ja rufen. Ja, ich denke, es ist safe to say, dass wir Kalasmos so nicht besiegen können. Also, wir müssen wahrscheinlich unzählige Stufen aufsteigen, um das überhaupt irgendwie schaffen zu können. Denn nehmen wir mal an, dass er ein absolutes Endgame-Monster ist.
Und ich bin da schon sehr gespannt. Und ja, wir werden wie gesagt alle Nebenquests machen und so weiter und so fort. Und dann werden wir auf jeden Fall powerleveln mit diesen Metallschleim. Gezielt powerleveln. Stück buntes Traumtuch. Wie schön. Benutze ich jetzt als Mundschutz. Ja, da haben wir wieder unseren Turm. Ich weiß gar nicht, gab es hier nicht irgendwo eine Truhe? Bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Habe ich die in dieser Realität schon geöffnet gehabt? Kann doch eigentlich gar nicht sein, weil ich Ketos nicht hatte. Oder ist dieser Teil der Realität immer gleich? Ist es hier immer eine Zeitlinie und die verändert sich nur außerhalb dieses Gebiets? Ich meine, es heißt ja auch verlorenes Tal. Es könnte durchaus sein, dass dieses Gebiet immer eine Zeitlinie ist. Schauen wir mal. It worked. That's grand. Let's go and meet Serenica, shall we? Come on, laddie. We've a date with destiny. A date with destiny. Bin gespannt, was sie sagen wird. Vielleicht müssen wir noch weiter in die Vergangenheit. Können wir theoretisch noch mal in die Vergangenheit reisen? Und dann sagen wir zur Zeit von Edwin? Um ihn zu unterstützen? Um Kalasmos da zu besiegen? Wäre das möglich, frage ich mich gerade. Ich meine, klar, das wäre ein bisschen too much, aber trotzdem, jetzt mal grundsätzlich, Chronokristall. Wir nehmen erstmal den hier. Bin schon gespannt, was Serenica sagen wird, wenn wir sie darauf ansprechen, dass wir wissen, dass sie Serenica ist. Da, die Truhe war auch geöffnet. Look at that. Die sind hier geöffnet. Und ich war hier in dieser Realität noch nicht. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass das hier von sämtlichen Zeitsprüngen, wie auch immer sie passieren, unbeeinflusst bleibt. Das müsste aber bedeuten, dass man die Zeit nicht nochmal zurückdrehen kann, weil, und das ist jetzt meine Vermutung, die Kugel der Zeit zerstört ist. Sie müsste zerstört sein. Wir müssten die da oben gleich nicht finden. Denn meine Theorie stimmt. Bin gespannt, ob sie das tut. Alle geöffnet. Dafür kann es an sich doch keinen anderen Grund geben, außer den, den ich geschildert habe. Da ist die Kugel aber. Okay. Sie ist doch da. Aber ich glaube, sie ist kleiner, oder? Sie sieht kleiner aus. Hier schweben viele von diesen Kugeln.
What? Are you Serenica? Serenica? This is not a name I know. State your purpose here. The Dark One has returned, and, well, we need you to give us the power to save the world. Save the world. Do you remember this, Serenica? This was your flute. I know it. But from where? The memory is faint, but... Yes! It is there. And yet, the flute I remember was different, mightier. It can play but one melody. But it is a great one, a sacred one, a song of awakening, a song handed down through the years. I think we know that song, Veronica. Rejoice! Rejoice! The time is come! Arise! Awaken, Holy One! We offer unto you the skies. Fly free once more! Arise! Arise! Sein Narwhal wurde geboren. Oh.
Hatatasha, darling, you're looking just fabulous. A vision. Literally. Long have I waited. Since the time of Erdwin. Since the last great clash with Kalasmos. She spoke to us. Sie sagt she und da steht er. I think she's trying to tell us something. But know this. The Dark One is powerful beyond imagining. A trial awaits you. Beneath once mighty Zvard's rust. A means to test thy mettle ere the final fight begins. Go to him. Go to Drustan. And when the time comes, when you would pierce the wall that guards him, I stand ready to serve thee. A wee practice scrap or two before the main event sounds like just what we need. I reckon we could do worse than pay Zvard's Rust a visit. He's right. This is one battle we can't be too prepared for. Let's go get fighting fit before we take him down. Oh man, wie das ganze Spiel literally sagt, dass ich nicht bereit bin. Wenn wir gegen Kalasmos eine Chance haben wollen, werden wir ernsthaft trainieren müssen. Ich würde sagen, wir gehen nach Kriegerwelt und machen uns darüber schlau, worum es bei dieser Prüfung geht, die Ketos erwähnt hat. Am schnellsten kommen wir dorthin, wenn wir zum königlichen Campen teleportieren. Hersteller Lüfte, dafür, dass du Ketos wahre Macht erschlossen hast und zum Himmel hinaufgeritten bist, um Kalasmos endlich zum Kampf zu stellen. Tja, aber wie gesagt, das Spiel sagt ja selbst, wir sind weit davon entfernt. Wir sind sehr, sehr weit davon entfernt, den besiegen zu können. Von daher sollten wir das auch nicht versuchen. Wir landen jetzt erstmal wieder bei der Hohen Warte. Aber ich finde es sehr, sehr cool, wie sie auch Ketos charakterisieren. Und Ketos ist eigentlich eine Sie. Und das Spiel, das deutsche Spiel will das nicht akzeptieren, dass es so ist. Ja. Das heißt, wir werden sehr, 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 sehr... Oh, da oben ist auch noch eine Quest. Die holen wir uns eben nochmal. Wir werden sehr, 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 sehr viel trainieren in nächster Zeit. Um uns darauf vorzubereiten. Wir werden sehr viel Optionales machen. Wir werden Nebenquests machen. Wir werden schmieden auf jeden Fall. Bessere Ausrüstung nach und nach. Unsere Charaktere leveln. Skillpunkte verteilen. Das Bestiarium nach und nach vervollständigen. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Dinge, die wir tun können. Ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock da drauf. There. Es war wahre Liebe, Edwin und Serenica, legendäre Helden, Seelenverwandte, schenkten einander Armbänder vor langer Zeit als Symbol der Liebe. Unmöglicher Liebe, tragisch, ihr Zusammensein unmöglich. Sie waren füreinander bestimmt, doch das Schicksal hatte andere Pläne. So traurig. Ich habe einen Wunsch, ein Symbol, zur Erinnerung an ihre Liebe. Gebt den Statuen Armbänder. Passende Armbänder. Zusammensein unmöglich, aber nicht in dieser Form. Eine kleine Geste, nicht viel. Aber mehr als nichts. Habe Armband von Serenica, aber nicht Edwin. Verloren seit Ewigkeiten. Bitte Lichtbringer, ihr müsst finden Edwins Armband. Müsst es bringen zu mir.
stärkere Schwertfähigkeiten des Lichtbringers. Wow! Hab Dank, hatte Vertrauen, Hilfe des Lichtbringers, erwartete Reaktion, wusste, er würde verstehen. Armand verschollen, aber auffinden möglich. Vielleicht, nach Edwins Tod, fürsorglicher Tristan, stellt sicher, Verwahrung von Nachlass. Tristan gründet Königreich, Kriegerwelt, baut Labyrinth, tief unter der Erde, versteckt Schätze dort, viele Schätze, durch Armband, vielleicht. Findet Armband, Armband von Edwin, Ziel, Zusammenführung von Armbändern, dann endlich vereint, viel Glück. Das ist so cool. Was hat der Älteste noch zu sagen? Ah ne, hat er gar nicht. Ketos ist erwacht, neue Kraft, keine Grenzen, jetzt möglich, Flug zuletzt zum Ziel, zum Entscheidungskampf. Weg nun klar, fliegt auf Ketos, fliegt zu Schwarzem Stern, kämpft gegen Kalasmos, besiegt Finsteren. Ich denke erstmal nicht, aber danke, dass du mich nochmal daran erinnerst, wen ich bekämpfen muss. Wir sind wie gesagt nicht bereit. Wir sind nicht bereit. Wir müssen das Maximallevel vorher erreichen, ansonsten sind wir bestimmt nicht bereit. So, wir werden jetzt speichern und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn es heißt Let's Play Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Dieses Spiel nimmt kein Ende und das ist ehrlich gesagt gut so, denn es ist einfach sehr cool. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. I want you for an adventure.